Das ist so dumm. Ich meine, es muss ja fast schon eins sein, was in diesen Blumen steckt, weil alles andere halte ich für sehr ausgeschlossen. Außer ich bin massiv blind. Was natürlich sein könnte. Ich laufe jetzt jedes von diesen Grasplättchen hier ab, ey. Aber selbst wenn die da drin wären, müsste ich die so ja sehen. Also in der Theorie. Okay, ich habe alle hier. Holy fuck, dude. Das ist ja ein Pain in the ass, das Ding hier oben. Okay, das heißt, die habe ich fertig, die habe ich fertig, die habe ich fertig. Inselketten? Ich glaube, ich will zuerst die Meere abfertigen, weil die Meere nerven mich. Lass mal gucken. Gibt es in dem Inselketten-Ding überhaupt Shit? Da gibt es 6 Stück. Mhm. Klar. Warum auch nicht? Okay. 6 Stück hier. Mhm. It will be fun. Machen wir jetzt erstmal hier an dem Stein rum. Hier ist nichts. Obwohl, das ist auch noch nicht Inselketten. Das hier ist Inselketten. Oh, der nächste Tohydro, der meint mir auf den Keks gehen zu müssen. Holy fuck. Warum? Was habe ich euch getan? Oh, ich sehe schon mindestens eins. Okay, let's do this. Sure. Nur noch 5. Nur noch 5. Ich sehe da mindestens 1. Genau vor mir. Und da rechts ist auch noch 1. Oh, hier sind ganz viele. Dazwischen war auch noch 1. Hier. Oder? Hier zwischen war keins. Noch 3. Okay. Genau, Nebelsamen braucht man ja. Das hier sieht kurios aus, aber da komme ich nicht hin. Aha. Noch 2. Noch 2, hm? Okay, ich gehe mal davon aus, sie sind nicht hier auf der Insel. Weil da ist ja auch noch eine Insel, die glaube ich dazugehört. Ja.
Mein Gott, oh Heido, verpiss dich. Moderne Technik? Ja, total. Okay, hier auf dem Feld scheint. Auf dem Feld scheint nichts zu sein. Das Ding ist, die mussten es ja irgendwie so lösen, weil du kannst ja mit Pokémon Home einfach irgendwelche Pokémon rüberschieben. Dann hättest du ja rein theoretisch, oh guck mal, du nimmst jetzt irgendein Vieh mit Surfer und lol. Okay. Welches Inselchen gehört dann hier noch zu? Zwei Sandbänke im Süden und eine Sandbank im Norden. Nur die Frage, wo ist Norden? Da ist Norden. Okay, das ist das da. Das heißt, ich will hier irgendwo nach Süden. Oh, da. Ich sehe es. Oh, ich hätte ihn ja zugetraut, dass hier irgendwo ein Dicker, keine Ahnung, mit einem Schwimmring irgendwo im Nirgendwo sitzt. Wäre das Beste gewesen. Weil ich sehe schon mal eins. Und ich sehe das zweite. Okay, die haben wir schon mal da. Next one. Das heißt, das haben wir fertig, das haben wir fertig, das haben wir fertig, das haben wir fertig. Das heißt, die Bucht, obwohl die Fitness mehr ist das, wo ich mir am meisten Sorgen drum mache, wenn ich ehrlich bin. Warum gehe ich immer hier rein? Ich schwöre, das mache ich wahnsinnig. Weil ich immer denke, der NPC steht da drin, aber tut er halt nicht. Okay, wie viele brauche ich noch in dem lustigen Fitness mehr? Nur 7. Okay. Lass uns mal eben, gehen wir eben zum Bahnhof. Und somit noch 20 Trillionen Watt, weil ich habe gehört, also das Ding ist, du kannst ja in den Dojo, jetzt ja bei der komischen Tussi das Dojo auf, upgraden und das letzte Tier davon ist irgendwie 2 Millionen Watt. Mhm. Klingt halt super lustig. So. Zählt das hier als Meer? Nee, Meer ist außerhalb, ne? Okay. Na gut, hier regnet es auch nicht. Das ist schon mal gut. Da ist schon mal eine Insel. Maybe da. Gucken wir uns erstmal die Insel und dann gucken wir, glaube ich, das Ding da unten. Und zu Heido, verpiss dich, ich höre dich. Überhaupt nicht nervig, die Viecher. Du bist also ein Offline-NPC, hä? Huh? Habe ich 8? Okay, ich habe 8, nice. Galar-Fleckmann freuen sich, wenn sie den anlegen dürfen. Okay. Dann guess ich weiß schon, wie ich Fleckmann evolviere. Beziehungsweise evolutionäre. I don't know, I don't care. Hallo Rotom. Brauche ich einen Rasenmäher? Klar, nehmen wir einfach mit.
What the fuck? Zeigt mir die ersten Animationen in Instant Catch und springt dann einfach raus. Nicht nett. Oh, come on. Ich würde dich ungern zum Brei hauen, Rotom. Also, wenn es irgendwie möglich ist. Holy fuck! Ich hau dich an, ich schwör. Okay, gut. Wenn du den Overdrive überlebst, hast du Glück. Ich glaube es zwar nicht. Aber sure. Achso, stimmt, ist ja nicht effektiv, okay. Ich hab ganz vergessen, dass Rotom immer Gras plus X ist. Schon, mach noch einen. Eigentlich Gras. Elektro plus X, ne? Ja, das ist Elektro plus irgendwas. Haben wir es dann. Willst du jetzt drin bleiben? Kluge Entscheidung. Okay. Meine Stimme ist heute nicht auf der Höhe. Echt nicht. Warte mal. In welche Box hat er mir das geschmissen? Achso, in meine Tauschdingenskirchenbox. Du kommst nach hier hinten. Zum restlichen Trash. Okay. Sieht irgendwer ein Dicker? Ich sehe nämlich gar nichts. Vielleicht wieder hier drin? Nö. Hier drin? Nö. Hier drin? Nö. Okay. Ich gehe mal davon aus, wir haben ja alle. Gucken, was mit dem Strand da ist. Kein Pokémon, kein gar nichts, nur ein Baum. Wirklich? Okay. Schuhe. Okay, hier ist also auch nichts. Das heißt, mein nächster Anlauf ist die Insel da. Wenn ich mal raten müsste. Obwohl, das ist nicht meine Insel. Ich hab einfach nur ein Fels in der Brandung. Ich glaube, ich will da hinten zu dem Stein. Ja, ich gehe zu dem Stein, dann darüber, dann darüber. Ich vermute mal nicht, dass die so gemein sind unten. Und ein Diglett irgendwo am Rande von einem Felsen hingesetzt haben. Oh, hier war ich noch nicht.
Ja, hier ist keins drauf. Okay, nächste Sandinsel ist die da unten. Wird aus welcher Entfernung die auch angestürmt kommen, ne? Absurd. Kein Diglett hier. Dann maybe da. Hier scheint auch keins zu sein. Da war ich. Maybe da da. Wie war das? Mir fehlen hier noch 7. Lustig. Dubios Disk. Okay. Yo, danke von Red Sorgo. Echt noch 6 Stück? Holy shit. Wo? Wo? Sag mal, Sorgo. Hast du den DLC und hast du Schwert? Weil ich habe festgestellt, es gibt ein Exclusive mal wieder. Wie ist das DLC? Das DLC ist okay. Es ist halt... Du bekommst quasi eine Insel und storytechnisch ist es, weiß ich nicht, 4 Stunden oder so. Der Rest ist ganz okay. Die Dame hier ist halt nice, weil du hier jetzt deine gesamten Basiswerte resetten kannst. Was halt super nice ist. Du kannst normale Pokémon jetzt einfach in die Dynamax-Form quasi zwingen, indem du den Super einflößt. Ich muss gestehen, dafür, dass das der kleinere DLC ist, ist es mehr, als ich erwartet habe. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass der DLC eine totale Shitshow wird. Und ich muss gestehen, bisher ist es nicht so schlimm. Du hast es vor, es dir zu holen und dann von vorne anzufangen. Das kannst du auch machen. Wobei, das ist nicht schlimm, wenn du quasi später erst hier reingehst, weil, so wie ich das mitbekommen habe, die ganzen Pokémon, die hier rumlaufen, die haben quasi so Level-Scaling. Also die sind quasi, je nachdem, welches Level deine Pokémon sind, werden die quasi angepasst. Zumindest das, was ich gelesen habe. Ich meine, wir können es mal testen. Im Moment bin ich... im Moment laufe ich nur mit 100 herum. Und mit 100 sind die, glaube ich, 60 oder so. Ja, die sind 60. So, dann lass doch mal testen, was passiert, wenn ich... meinen ganzen Squad einfach wechsle gegen... Oh Gott. Boxenchaos. Nehmen wir mal. Na, die sind alle 60. Guck mal hier, die sind doch schön variabel. Die letzte Reihe hier. Oder? Habe ich hier irgendwas, was nicht 60 ist? Okay. Du bist 59, du wirst mal getauscht gegen 35. 57 wird mal getauscht gegen 36. Das heißt 36, 35, 32, die sind alles um die 30er rum. Nicht, dass du damit irgendwie... Warum kann ich das nicht tauschen? Hä? Muss ich mindestens einen 60er haben? Weil 60 so ungefähr das Level ist, wo du das Ganze mit beendest? Oder lässt er mich einfach das ganze Team nicht
Ach so, es war eins zu viel. Es sind ja immer noch fünf. Hier das 36er. So, das heißt, die sind jetzt alle so 36 rum. Gucken, welches Level die jetzt sind. Haben wir hier irgendwo was? Spawn mal irgendwas. Hier, oh wei. Ne, die sind immer 60. So viel dazu. Ich hatte gelesen, dass die angeblich mitleveln. Aber ich meine, gut, 60 ist so ein Level, wo du ungefähr aus der Story rauskommst, wenn du den Kram hinten mit dran machst. Ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Verstehe ich nicht. Ist mir echt ein Rätsel. Egal. Diglett. Wo sind die Diglas? Dick. Da ist eins. Noch fünf. Noch vier. Wieder irgendwo super versteckt im Gras? Nein. Laufen wir eben mit dem Strand lang. Weil so viele Inseln, wo die sein könnten, ist nämlich nicht mehr. Hier ist noch eins. Noch drei. Gut, bin ich wieder blind? Ich bin wieder blind. Oder ist hier noch irgendwo eine Insel? Oh, das hier ist die komische Kingdom Hearts Insel. Ja, und hier oben ist nichts mehr. Das heißt, maybe hier auf der Seite irgendwo, am Fels entlang. Aber da sehe ich auch keinen Eingang. Wie viel fehlen mir noch? Drei, ne? Das könnte halt genauso gut wieder, weiß ich nicht, ein Dickri sein. Maybe da hinten. Ach klar, hier ist eine unsichtbare Wand. Ja, cool. So viel zu der Idee. Und das hier ist ein anderes Gebiet, oder? Ja, das hier ist Kämpfergrotte. Okay. Wo habe ich die drei Stück übersehen? Du bist die Dame. Ich glaube nicht, dass das Strandstück da zum Meer mitgehört, oder? Nee, das ist Anfangsgedönse. Oh, okay. Ja, das ist Fußgefilde. Aber hier ist auch eins. Noch 13 Stück in diesem kleinen... Ach du Scheiße. Okay.
Gott, wo könnte ich hier drei Stück übersehen haben? Ja, hier ist schon mal eins. Toll, noch zwei Dicker. Das heißt, es sind zwei einzelne und nicht irgendwie ein Dickgri. Das ist problematisch. Auf der Insel noch eins. Hier ist eins. Nee. Hier ist definitiv ganz. Gott. Wo? Das ist halt so ein Riesengebiet. Ach, guck mal. Wo ist das Video? Ah, cool, hier sind Bilder, schön. Ich guck mir mal die Bilder an und nicht das, das Dings. Das ist Loop. Alter, warum hat keine Webseite das gescheit gestaltet? Obwohl, die Karte hier geht, glaube ich. Training Lowland. Nee. Ach so, hierfür haben die nur Videos. Die Frage ist eigentlich, wie das Gebiet hier im Englischen heißt. Workout C. Okay. Let's see. Wir fangen an hinten auf der Insel. Jetzt sind so zwei richtig blöde, die ich übersehen habe, wetten. Oder ich war halt blind. Das ist natürlich auch eine Idee. Besonders diese Meerecken, also diese ganzen Meer- und See-Areas, werde ich mit Guide machen, weil das ist halt, what the fuck. Die sind viel zu riesig, um die wirklich gescheit abzusuchen. So, ich bin der Meinung, ich habe ja alle. Nee, ich habe nicht alle. Ich bin ein Blindfisch. Hier drin eins? Nee. Also manchmal sind die so doof, die Dinger, dass ich echt denke, die spawnen nicht immer. Hinter dem Trainer, maybe? Nee, hier ist nichts. Okay. Schauen wir doch mal eben im Video, einfach um mich zu versichern, dass ich hier alle habe. Und immer meint, die fahren zuerst unten auf die Bucht. Über die Bucht war leer. Wenn jetzt eins auf der Bucht ist, schrei ich. Weil da war definitiv nichts. Also wenn ich hier eins übersehen habe, ne, dann mache ich irgendwas radikal falsch. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die alle. Okay, was sagt das Video? Wie viele waren hier überhaupt? Ja, hier war eins, das habe ich. Ja, und mehr ist hier auch nicht. Die fahren von hinten an die andere Bucht dran. Okay. Quasi da lang. Eins hier unten, das habe ich.